Willkommen. Ich bin Andi Meier, arbeite bei der Alpiq. Das ist ein grosser Schweizer Energiekonzern in der Kommunikationsabteilung. Genau, bin ich zuständig für Media Relations und Internal Communications. Ja, viel Zeit braucht natürlich das Mitarbeitermagazin. Wir haben ein Mitarbeitermagazin aus dieser Weige. Hier sieht man, das geben wir seit 2009 raus. Da sind wir ziemlich stolz, oder bin ich ziemlich stolz. Das ist ein tolles Magazin, das geben wir pro Jahr dreimal oder viermal raus. Und das braucht natürlich viel Zeit, weil ich bin hier Chefredakteur und muss eigentlich die ganze Redaktion bewältigen. Ich schreibe selber auch Texte, aber auch natürlich auch Hilfe intern. Und wir arbeiten hier mit einer Agentur zusammen und können hier eigentlich insgesamt ein schönes Magazin machen. Also mir gefällt es sehr gut. Und natürlich, die eine Nummer ist ein bisschen besser, die andere ein bisschen weniger. Ja, bei dieser Doppelseite war es schwierig, mit diesen bestehenden Bildern einen Aufmacher hinzubringen, weil die Bilder sich nicht so gut geeignet haben. Darum war ich froh, dass ich am Schluss bei dieser kleinen Rubrik, die eigentlich nur die Zahl heisst, wirklich einen Bildschwerpunkt mit einem tollen Bild, das man einmal gemacht hat, seit sie können setzen. Das holt die Seiten eigentlich raus. Also, was ich schon gerne mache, sind Texte redigieren, bestehende Texte redigieren und die in eine Form zu bringen, dass sie da, den Leser entsprechen und für die Leser gut sind. Ich muss schon noch viel schreiben, ja. Aber ich bin auch nicht der, der jetzt das Schreiben extrem sucht. Weil mir fällt es auch nicht so einfach in die Hand rein. Oder? Also, ja, es gehört alles dazu, auch bei mir, jetzt, dass ich zum Schreiben komme, oder dass es fließt. Oder? Und das ist auch Herzbrot, das man da muss essen muss, bis man weiss, was ich soll schreiben zu einem Thema. Dann habe ich hier eine weitere Aufgabe, die ich vorbereitet habe, dass ich meine Handnotizen über das Umweltmonitoring beim Kraftwerk, beim einen Wasserkraftwerk von uns, wo wir eine Medienmitteilung machen wollen. Jetzt habe ich einfach Handnotizen mit dem Chef dort geredet und das muss ich jetzt wieder entziffern. Das kann ich relativ gut, weil ich langsam schreiben und ziemlich leserlich bin. Aber da muss dann ein Text raus entstehen, eine Medienmitteilung. Dann habe ich von jemand anderem einen Text bekommen mit Korrekturen auf einer Medienmitteilung, wo ich jetzt noch ein bisschen, ja, das ist mir noch ein bisschen eine Sorge, weil die Korrekturen, das gefällt mir nicht so. Also da kann ich nicht einfach sagen, das übernehmen wir, sondern das gibt dann wieder Gespräche. Das muss man wieder besprechen und schauen, wie findet man wieder eine Lösung. Ja, jetzt kann ich das gerade noch schnell wegen dem Mitarbeitermagazin hier mit meinem Chef besprechen. In die Kommunikation hinein ist es eigentlich noch schwierig zu sagen, wie ich da reingekommen bin. Ich habe von meiner Ausbildung her bin ich an der Uni und habe Geografie studiert und bin eigentlich Geograf. Und habe als Geograf einen Job gesucht und bin dann in einer Kommunikationsstelle gelandet. Und einfach, weil es mich gelustet hat, die Umschreibung von dieser Stelle, die Aufgaben und zu kommunizieren zu einem Thema, das die allgemeine Öffentlichkeit interessiert, das war eigentlich ein grosser Beweggrund gewesen. Also nicht zu kommunizieren in einem fachspezifischen Bereich, wo es nur einen Experten hat oder ein ganz beschränktes Zielpublikum, sondern zu kommunizieren von einem Sachverhalt an der breiten Öffentlichkeit.